Vor 5 Tagen zeigte ich hier ja ein Video, dass ich vor 20 Jahren den konkreten Gedanken hatte, bei der Bank aufzuhören. Aber ein Gedanke ist ja überhaupt noch nichts, sondern wichtig ist ja die Tat. Was tut man? Man kann Gedanken haben, ja, ich mache mich selbstständig oder ich wandere aus oder ich kaufe mir ein Haus oder was. Das ist nichts. Wie gesagt, der erste konkrete Schritt, den ich dann aber heute vor 20 Jahren gemacht habe, war, dass ich bei einer anderen Bank ein Konto eröffnet habe. So etwas war normalerweise völlig verpönt. Man durfte nur Konten bei seiner eigenen Bank haben, also dort, wo man arbeitete. Und dann bin ich zu einer anderen Bank gegangen und habe dort ein Konto eröffnet und habe dann auch sämtlichen Zahlungsverkehr über dieses Konto laufen lassen. Also Daueraufträge, Einzugsermächtigung, ich habe alles an diese Bank übertragen. Und das habe ich gemacht 12 Wochen vor meiner Kündigung. Also das heißt, es gab eine ganz konkrete, ja, ganz konkrete Schritte. Und insofern, ja, die Kündigung selber, das waren Zweizeiler. Ich kündige meinen Job zum 30. September und bla bla und das war es dann. Aber die Vorbereitung fing an damit, dass ich bei einer anderen Bank ein Konto eröffnet hatte. Und nach dieser Kontoeröffnung gab es für mich quasi kein Zurück mehr. Da wusste ich, ich werde in 12 Wochen meinen Job kündigen. Also da hätte schon wer weiß was passieren müssen, damit ich das dann nicht mehr tue.